Meine Lieben, und zwar, ich habe mir überlegt, wir nehmen doch nochmal eine Folge auf, weil wir haben ganz schön viel überhaupt nicht gesehen, beziehungsweise auch nicht ausgelöst oder sonstiges. Und vor allem ist mir aufgefallen, es gab ja diese eine Tür, die verschlossen war. Ich würde gerne wissen, was da drin ist. Herbert, du auch, ne? Ja. Wir würden es sehr, sehr gerne wissen, was da drin ist. Und deswegen spielen wir es doch einfach nochmal. Ja, gut. Let's go. Wir probieren wieder 1. Und wir klicken das mal weg, das kann man nämlich. Und das allererste, was wir machen, ist, wir schauen uns mal ganz kurz überall um. Und werden als allererstes auch mal oben das Ouija-Board betätigen. Weil vielleicht kriegen wir dann ein bisschen mehr Hinweise. Wir gehen gleich mal kurz hoch. Taschenlampe. Alles wie in der letzten Folge. Wir kriegen genauso immer noch einen halben Herzinfarkt, wenn wir rennen. Gut, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir das Ganze wesentlich gruseliger vorgestellt. Schaut mal. Hier ist dieses. Eins. Drei. Ah, wir brauchen die Kombination. Gut. Ich habe ein bisschen gecheatet. 4th, 1984. Lucky Star, das kennen wir. Ich habe ein bisschen gecheatet. Ich habe mich informiert oder habe mir angeschaut, wie man diese Nummer bekommt. Und zwar, schauen wir da nochmal. Okay, gut. Fernseher, können wir den anmachen? Oh, da war ein sehr dreckiger Geist am Werke. Wir gehen mal ins Bad. Und schauen mal, ob wir die Kombination rausbekommen. Ich würde sehr gerne nämlich in diesen Raum rein können. Jetzt fängt die blöde Kuh jetzt schon an, ne? So eine blöde Kuh. Wir gehen direkt mal ins Bad. Jumpscare, los. Jumpscare auf Doom. Nee, doch nicht. Das ist das Baby. Das Baby kennen wir auch schon. Gut, nichts Außergewöhnliches. Das ist alles berechenbar. Wir gehen wieder raus. Und wir fragen mal das Ouija-Board nach. Oh, wir holen uns erstmal das Fischchen. Wollte ich auch mitnehmen? Nee. Den Bill. Verdammt, das wollte ich nicht. Ach, das ist blöd. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte das Ouija-Board fragen. Werden wir jetzt aber auf jeden Fall tun. Oha, es brennt. Werden wir wohl gleich einen Feueralarm haben. So, es ist der 1. Juli. Erste, was wir jetzt machen, wir fragen jetzt erstmal das Ouija Board. Das wird uns. Die. Es sagt uns direkt am Anfang, stirb! Möchte aber nicht sterben. Oder einfach die. Genau die ist es. Die Puppe musst du töten. Wir gehen ins Bad. Es passiert nichts. Schauen in den Spiegel. Nope. Schade. Gut, Mäuschen.
Fängt die schon da unten an, ne? Wir gehen mal in die Garage. Gut, dann schauen wir doch mal in der Küche da, wo es brennt. Notiz. Kennwascher. So, kann man das irgendwie löschen? Hallo? Kann ich das bitte irgendwie löschen? Hallo? Unser Haus wird abbrennen. Wir merken es auch noch, nur wir können nichts dagegen tun. Weil wir keinen Arm haben. So schaut's aus. Telefon, können wir auch nicht bedienen. Haben nämlich keine Arme. Und uns ist permanent schwindelig, weil wir keine Arme haben. So, sleep the fucking day away. Wir gehen nochmal raus. Entweder wir sind extrem klein oder die Blumen und Blätter und Bäumchen sind einfach extrem groß. Sollst deine Leichen nicht immer hier unten, ne? Also, oh, ich muss immer Löcher buddeln und draufschreiben, dass ich einen Hund hatte. Mann, Mann, Mann. Auf nichts kann man sich mehr auch einen Rest in Knochen. peace, boy. Werde ich immer wieder traurig. Obwohl wir auch wissen, dass das einfach nur eine Tarnung ist, weil wir hatten gar keinen Hund. Nein. Arschloch. Wir hatten gar keinen Hund. Sondern. Nee, lass das mal schön zu. Mutti ruft an. Mutti ruft an, wir sollen nicht verraten, dass wir gar keinen Hund hatten, sondern die schimpft uns jetzt. Mutti? Mutti hat wie immer aufgelegt. Was ist da hinten? Kommen wir nicht ran, haben wir keine Arme. Ah. So ein Schmarrn. Gut. Immer dieses Kistenwerfen, ne? Haben wir uns gemerkt, wo der Tresor stand, falls es dann doch mal wichtig wird? Ich würde ungern, meine Nase juckt schon wieder. Oh Mann, 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 Mann. Ich würde ungern jetzt schon schlafen gehen. Ich würde zu. Oh Mann. Wir hatten noch das Blutbad. Stand da irgendwas an der Wand? Oh, ich weiß es nicht. Scheiße, ich glaube, wir hätten. Leave. Kennen wir doch alles schon. Der Sound ist halt mies dabei, ne? Mein Hund wackelt permanent hinter mir Batteries are rum. getting low. Es ist schön, dass ich mal wieder vergessen habe, den Timer zu starten. Ach, ist das schön. Wie lange werden wir gespielt haben? Ach, wird schon gehen. So. Bla bla, die Batterie ist bald leer. Ist sie gar nicht. Wir können zumindest nochmal hier kicken. Und wir gehen. Wir gehen nochmal ins Bad, einfach nur, weil vielleicht. Machen wir die Tür zu, drehen uns um. La 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 la. Machen hier mal die Tür zu. Da 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 da. Machen die Tür wieder auf. Hallo? Nein? Gut. Dann verkürzen wir das mal und Ouija-Board redet nicht nochmal mit uns. Und wir gehen schlafen.
Da ist sie, die Sarah. Die ohne Kiefer. Okay, 2. Juli. Wir haben noch 2 Tage, um den Code für den Schlüssel zu finden. Hallo, Kinders. Okay, jetzt kriegen wir eine neue M. A. R. Markus. Es ist Markus. Sprechen mit Markus oder sagt uns gerade einer von den anderen Geistern, dass Markus der Böse. Hey. Hallo. Wir hätten schon früher mit dem Ouija-Board anfangen sollen, merke ich gerade. Es ärgert mich ja jetzt schon, dass ich anstatt das Ouija-Board zu benutzen, das erste Mal direkt schlafen gegangen bin. Im Bad ist immer noch nichts auffällig. Rüb, 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 rüb. Wir gehen mal raus. Okay. Dunk. Dunk, 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 dunk. Ich bin ein bisschen ratlos. Du bewachst die Tür mal wieder. Ist das schön? Der Schatten von ihm schaut ja echt witzig aus, ne? Von ihm hier drüben. Lass uns nochmal an der Tür rütteln. Ich kann nicht mal dran rütteln. Doch, jetzt hat. So. Vielleicht. Okay. Ja, wir können es noch nicht tun. 2, 2, 2. Vielleicht haben wir jetzt halt ausgelöst, dass wir mal die Zahlenkombination bekommen. Klingt, als würde jemand mit einer Guillotine hinter mir stehen. Gehen noch mal ans Ouija-Board. Wir sind nicht zu Hause. Okay, ich kann es nicht betätigen. Nein, nein, wir sind nicht zu Hause. Nö, nö. Gell, wir sind nicht zu Hause. Wir machen jetzt hier mal die Tür zu. Und machen sie wieder auf. Nein. Dann machen wir sie wieder zu. Gut, wir haben noch ziemlich viel Batterie. Das heißt, ich gehe mal runter in die Küche. Mann! Wieso bin ich jetzt gestolpert? Blödes Arschloch. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Es ging alles gerade so smooth. Hüppet. Sarah! Mensch! Sarah! Dich haben wir das letzte Mal aber nicht so oft gesehen. Also das ist auf jeden Fall schon mal eine. Das Haus ist evil. Die auf jeden Fall schon mal ein bisschen hier rumgeistert und uns relativ oft über den Weg läuft. Hier brennt es weiterhin fröhlich vor sich hin. Aber es will man. Ach schön, da war unser bester Freund. Die Stühle sind wieder oben. Ach schön. Mutti hat nicht mehr angerufen. Wollen wir noch mal so mutig sein und in den Garten gehen? Es regnet.
Hier haben wir, glaube ich, schon alles ausgelöst, was man auslösen kann. Wir gehen wieder rein. Also hier draußen, das bringt uns tatsächlich, glaube ich, gar nichts. Zumindest kann ich es mir nicht vorstellen, weil. Nee. Nee, bringt uns nichts. Hier ist auch noch alles klar. Rein können wir hier immer noch nicht. Wir gehen jetzt nochmal hoch. No! No! Immer noch dasselbe. Fernseher geht immer noch nicht. Können wir da vorne an den Fernseher ran? Hallo? Telefon klingelt. Wir gehen jetzt mal ran und danach gehen wir ganz geschwind ins Bettchen. Weil so wie ich das mitbekommen habe, wenn die Kamera leer ist, sterben wir tatsächlich. Abby, hey. I just got off the phone with Kyle. He said you were having trouble with your house or something. Is everything okay? You mean Kyle was actually concerned? No. Kyle was complaining like he usually does. Don't take it personally, though. Kyle's never Muss liked ins pets. Bett. I don't think he's ever had a pet. Right. Corey was a good dog. And finding him the way you did? Well, it's no wonder you'd be stressed out. Yeah. Wir müssen ins Bett. Anyway, Kyle and Heather and I are meeting up at Gringo's later tonight if you want to come along. Nee. I don't know, Abby. Busy. I'm a little tired. All right. Well, if you change your mind. I'll keep it in mind. Bye. Bye. See you around, Abby. Ach schön. Das hatten wir noch nicht. Wir müssen jedenfalls trotzdem bin ich nicht? Wir müssen schleunig ins Bett, weil sonst ist diese Runde schneller vorbei, als wir es eigentlich wollen. Und wir haben schon relativ viel Neues gesehen. Ja. Schieb ruhig deine Kistchen rum. Es ist schön, dass du für mich aufräumst. Ich hasse nämlich aufräumen. Räum mir aber bloß den Bereich hinten rum auf. So. Ja, es wird notwendig. Wir schauen mal, ob wir doch nochmal mit einem Witcher-Bot kommunizieren können. Nee, können wir nicht. Wir gehen schlafen. 3. Juli. Wir haben bloß noch eine Nacht Zeit, um in diese Tür reinzukommen. Und ich befürchte, wir werden es nicht schaffen, weil ich nicht weiß, wie man diesen wie man das im Bad auslösen soll. Weil die Zahl bekommt man im Bad. Aber ich weiß nicht, wie wir dieses Event triggern sollen. In diesem Augenblick würde ich rennen. Moment, das erste Mal sind wir doch da gestorben, oder? Ich würde schreiend aus diesem Haus rausrennen. Wie kann man nur so lange, wenn das Haus hier, Haunted House, da gehe ich doch nicht ins Bettchen. Da gehe ich doch nicht. Oh, Jungs. Da gehe ich doch nicht ins Bett und leg mich seelenruhig rein. Kannst du bitte das blöde Event hier auslösen? Bitte, 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 bitte. Don't sleep, ja. Wir können nicht mehr mit dem Ouija-Board kommunizieren. Das war's. Wir haben alles getan, gemacht, sonstiges. Bitte. Ich würde so gerne den Schrank. Sag mal, neues Bild. Ist das aus der Garage? Okay. Es ist die Garage. Nee, was ist denn das? Naja. Egal. Los, wir machen hier mal zu. Wer ist da? Nö, das Spiel mag uns nicht. Wir werden die Kombination nicht rausbekommen in der Zeit. Machen hier mal die Tür zu. Gehen mal hier raus. Wir probieren es nochmal.
Ich will jetzt bitte. Oh, Nase juckt. Oh. Okay, gut, dann werden wir wohl jetzt wohl oder übel wieder sterben. Das Witzige ist, jetzt hat kommt ja der vierte. Oh, schaut mal da draußen. Habt ihr den gesehen? Hallo, Jungs. Oh, jetzt ist er weg. Jetzt ist er weggerannt. Ein neues Kunstwerk ist wieder dazugekommen. Das ist neu, das ist neu, das ist neu, das ist neu. Das ist schön. The Pipes nach wie vor. Neues Bildchen. Jennifer, Marcus, Jeremy, Sarah. Sarah ist der Schlüssel. Wir müssen Sarah finden. Sarah war. Wir können uns nicht bewegen. Können wir uns wieder bewegen? Sarah war vorhin hier drin. Hätten wir doch auf sie zugehen müssen? Hätten wir. Oh, nein! Okay, der Raum hier drüben ist offen. Oh Mensch! Oh! Oh, Sarah! Sarah! Wieso tust du uns das an? Wolltest du gar kein Sexsklave sein? Ja, aber das. Dafür kann ich doch nichts. Ich war das doch gar nicht. Machen wir das Wasser aus. Hier, oh Gott. Da ist sie! Da ist sie! Wir gehen hin. Ich glaube, wir hätten nicht hingehen dürfen. Scheiße. Oh nö, First Victim. Angel from Hell. Nee, ich kann es nicht lesen. 1, 2, 3. Nee, 1, 2, 4. Ich verstehe das nicht. Hätten wir jetzt doch nicht zu ihr gehen dürfen? Hätten wir da jetzt wegbleiben müssen und einfach nicht ins Bett gehen dürfen? Ha. Ich glaube, ich werde tatsächlich noch einmal einen Durchlauf machen. Schauen, ob ich die Zahl rausbekomme. Und wenn es gut läuft, dann lade ich das auch noch hoch. Ansonsten bleibt es bei den drei Episoden, weil irgendwie. Hi. Ja. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Bei den paar Episoden. Jedenfalls. Ansonsten spielen wir einfach mal das Remake. So, dann. Die blöde Kuh. Wir haben da noch nichts getan. Naja, gut. In diesem Sinne, bis dann und haut rein.